Lieben, da ist wieder eure Katrin und heute möchte ich euch mal eine nette Kleinigkeit zeigen, mal keine Dino-Figur, sondern ein hübsches kleines Gimmick, das ich vor wenigen Tagen erhalten hatte. Ja, und ich wurde darum gebeten, doch davon mal ein Video zu machen und tada, da ist es. Ja, ist nichts Großes, ist eine kleine Holzschatulle mit einer Spieluhr drin. Geliefert wurde es in diesem wunderschönen kleinen lila Säckchen. Dann holen wir das mal raus. Wo ihr das Ganze findet, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da habe ich es euch nochmal verlinkt. Ja. Ist eine nette Sache. Eine Jurassic Park Spieluhr. Ganz simples Ding. Hatte ich zufällig mal bei Facebook gesehen. Ja, zum Valentinstag oder so hatte das jemand geschenkt bekommen. Und natürlich war die Aufregung groß. Wo gibt es das zu kaufen? Und da musste ich das natürlich auch haben. Klappen wir das Ganze mal auf. Es ist aus Holz, wie man sieht. Sehr schön verarbeitet. Hier drin befindet sich dann die Spieluhr, die Automatik, ne, diese ganze Mechanik hier drin. Herrlich oldschool. Und das ganze Ding ist wirklich wunderschön verarbeitet, ne? Sehr sauber alles hier. Lieferzeit waren auch ungefähr so 4 Wochen, ne? Weil es ebenfalls aus Asien kommt. Hier zieht man es auf und da sieht man schon mal einen Link, wo man das bestellen kann. Ja, angelagifts.com. So, und dann ziehen wir das Ganze mal auf. Ja, gut, dann spielt es halt immer diese kleine Melodie, wohl einer der berühmtesten und schönsten Filmmusiken, die es überhaupt jemals gab. Ja, also, finde ich zumindest. Eine wunderschöne Komposition. Tja, ihr Lieben, das soll es im Prinzip auch schon gewesen sein. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr nochmal in der Videobeschreibung, beziehungsweise ist auch hier noch sehr schön zu sehen, ja. Damit klinge ich mich auch schon wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!